Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir befinden uns in Season 12 und wir machen gerade in Pineline Bay die logische Lösung 1. Ist auch ein super kreativer Name, ne? Logische Lösung 1. So, also, das haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Das Teil können wir stehen lassen. Jetzt kommt noch Wetterkrise. Da müssen wir ebenfalls nochmal die drei Ersatzteile holen. Und hier machen wir es jetzt wirklich so, wie schon angekündigt. Wir nehmen uns den Zix. Und holen uns ganz, ganz schnell, holen wir uns einmal im Anhängershop einen Anhänger. Ich werde aber nur den 2-Slot-Anhänger holen. Das reicht ja aus. Denn hier hinten haben wir ja auch noch einen drauf. Oder Platz für einen. So rum. Und dann haben wir, glaube ich, eine super, super schnelle Lösung. Gerade schnell geholt. Zack, hier vorne aufgeladen. Die letzten drei Ersatzteile. Und dann müssen wir das ja ganz easy da gerade wegbringen. Ja, der Anhänger hier, der stört eigentlich ein bisschen. Schon mal so ein ganz kleines bisschen beiseite geschoben. Da weiß ich eigentlich gar nicht, was da hinten drauf ist. Was ist das eigentlich? Das sind keine Ersatzteile, ne? Ne, dann würde er das jetzt hier eigentlich markieren, wenn es Ersatzteile sind. So, ich will den kleinen Anhänger nehmen. Wo ist er? Da ist er. So, also. 3 Slots können wir aufnehmen. Also aktuell ist irgendwas, stimmt wieder nicht. Die Texturen laden viel zu spät. Finde ich gar nicht gut. Eieieiei. Komm hier, querfeld ein. So, Ersatzteile. Das sieht aber auch hier hinten auf dem Anhänger. Hier. Das sah aber auch nach Ersatzteilen aus. Aber ist ja auch egal, also es wäre quasi kein Zeitgewinn. Guck mal hier, wie die Texturen, die spawnen, seht ihr das? Guck mal. So ein Müll aber auch. Schon wieder. Aber gut, okay. Alles soll besser werden mit dem neuen Rechner. Wollen wir es hoffen. Ja, und dann fahren wir da einfach den ganz klassischen Weg, würde ich sagen, ne? Was ist das hier eigentlich? Warenhaus? Logistikzentrum. Helf mir mal. Was ist das? Reparieren? Ah! Truck vollständig repariert. Ach ja.
Ich wollte gerade sagen, oh, hätten wir nochmal auftanken müssen, aber Quatsch. Wir haben ja hinten hier den ganzen Kofferraum noch voll. Mehr als genug noch da. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen zu machen. So, also, ich habe jetzt eben gerade noch mal geschaut. Es gibt noch eine ganz, ganz lustige Frage. Und zwar, was ist dein größter Fehlkauf? Ich nehme an, mit Fehlkauf meinst du jetzt grundlegend einfach Produkte. Was ist mein größter Fehlkauf, den ich jemals getätigt habe? Das ist schwierig. Was definiert halt Fehlkauf? Man könnte jetzt sagen... Oh Gott. Man könnte jetzt sagen, der sinnloseste Kauf, ist das der größte Fehlkauf? Oder etwas, was man unbedingt haben wollte und war aber dann total enttäuscht davon? Denn zum Beispiel, das würde ich jetzt definitiv nicht als den größten Fehlkauf... warte mal, doch, ich komme gerade auf was. Aber das Beispiel noch. Für meine kleine Tochter haben wir... etwas, das nennt sich vom Prinzip her, nennt sich das Swing. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, eine Stofftasche, da kann man das Baby reinlegen. Und dann ist das Baby, ist diese Tasche in dem Baby, wird das Baby in der Tasche drinne an, oder besser gesagt, die Tasche selbst wird an Federn aufgehängt. Und dann hüpfen die so hoch und runter. Und das absolut Geniale daran ist, davon abgesehen, dass die Babys das total geil finden, die pennen dann instantan. Aber das total Geile daran ist, da ist ein kleiner Motor, der hebt diese... Der sorgt dafür, dass es die ganze Zeit hoch und runter pendelt. Ja? Also super genial. Kann ich jedem... Wirklich, jedem Elternpärchen hier von euch, der Eltern gerade geworden sind, oh Gott, ist das ein ganz fürchterlicher Satz, aber ihr wisst, was ich meine, kann ich nur aller wärmstens empfehlen. Holt euch sowas. Aber Vorsicht, Original Swing ist fürchterlich teuer. Wir haben keine Original Swing, wir haben so einen... auf Wish bestelltes China-Gadget und hat meine Mutter damals mal gekauft für 20, 30 Euro oder sowas und ich dachte, was ein Quatsch, weil da hatten wir einmal schon dieses Original-Swing gehabt und das war echt gut, aber seitdem, wirklich, der ist schon stundenlang ist der gelaufen, mit meiner großen Tochter schon und total genial. Also müssen wir mal gucken, ob ihr auch sowas kriegt. Das muss echt nicht das Original-Swing-Teil sein, weil das kostet 300, 400 Euro, je nachdem. Die haben echt einen Dachschaden, weil da ist keine besondere Elektronik drin. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Zusätzlich aber noch haben wir für meine Kleine White Noise. Also, dass wir in dem Sinne, wir lassen Musik Regen laufen. Einfach, das kannst du auf Spotify gehen oder auf YouTube und Regengeräusche beim Einschlafen, fürs Einschlafen kannst du einstellen und dann rauscht das einfach die ganze Zeit. So, und da habe ich so ein kleines anklipsbares, so einen kleinen anklipsbaren Lautsprecher gekauft. Und... So, warte mal, ich nehme euch wieder mit, weil das ist für mich in der Post auch immer vor allem einfacher, dann einen Screenshot zu machen. Ich will so ein ganz kleines... Mich nervt, sie haben das begrenzt. Man kann nicht mehr weiter weg als hier. Das ist das Maximum. Und als das durch Season 6 der Fotomodus rauskam, konnte man richtig, richtig weit weg. Da konntest du hier unten auf die Brücke. So weit konntest du und... Du hast das abused, weil du konntest dann vorausahnend
du konntest die Gegend so ein bisschen erkunden und sowas. Und das wollten die halt einfach nicht. Aber für die Fotos ist mir das manchmal zu nah. Also mich ärgert das, dass es so weit weg ist. So, dann zack, das haben wir auch fertig. Nice. Kurz mal Motor aus. Und ich erzähle gleich noch von dem Mikrofon, von dem Dingens weiter. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Die Zeitrennen. Können wir uns im Vorfeld nicht anschauen. Wir brauchen Kran, Kran-Truck empfohlen. Und es ist eigentlich ein Zeitrennen, eigentlich also was Zügiges. Container, das wird ein Zwei-Slot, eine Zwei-Slot-Geschichte sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man den gar nicht irgendwo drauf lädt, sondern den einfach am Kran lässt. Ich muss da, nee, da guck ich vorher nochmal. Da schaue ich vorher nochmal, was das sein, was da helfen könnte. So, Oviro Hills, da waren wir dann gewesen und ich wollte ein klares Bild. Die Aufgabe möchte ich gerade machen. Aktivieren. Ziegel, die kriegen wir theoretisch hier hinten. Ein Ziegel, zwei, drei Stück. Drei Stück brauchen wir. Das würde also passen. Was ist hier? Ah, und hier kriegen wir die Solarmodule. Hier oben ist die Rampentiefladeanhänger, den brauchen wir. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Tatra. Mit dem Tatra holen wir, weil das hier gleich um die Ecke ist quasi. Schade, hier kommen wir nicht durch. Das wäre so einfach. Und vielleicht können wir hier runterfahren. Mit dem Tatra holen wir jetzt den Rampentieflader, weil den brauchen wir da hinten auf jeden Fall nicht mehr. Was ist das hier für einer? Das ist der Tatra Force. Ah ja, der hat auch einen Slot. Das reicht aber dann nicht, ne? Wir brauchen sechs Slots. Vier, zwei, sechs. Ne, wir müssen den hier nehmen. Dann haben wir genug Slots, dass wir alles mit einer Fuhre machen können. So, also. Und dort habe ich damit, oder sagen wir es andersrum. Vorher war es immer so, wir haben einfach das Handy hingelegt. So, jetzt ist aber das Problem, du willst ja dein Handy dann auch mal benutzen, irgendwie, wenn die Kleine da gerade am Pennen ist. Also haben wir gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen einen Lautsprecher und wir brauchen irgendeinen blöden MP3-Player. Wir haben eigentlich noch genug alte Handys hier rumliegen. Das alte Handy von meiner Frau, da ist der Akku aber total kaputt. Da müssen wir den Akku einmal austauschen, damit wir da überhaupt, weil man kann manchmal das Handy nicht mehr einschalten, zum Beispiel. Und ich brauche etwas, was auch zuverlässig funktioniert und nicht nur semi-zuverlässig. Dann bringt es das ja auch wieder nicht. Kommen wir hier lang? Hier kommen wir lang. Und ich muss eine Sache nochmal checken. Moment. Eine Sache nochmal checken. Okay, alles klar. Das heißt, ich brauche einen MP3-Player. Also habe ich gesucht, Amazon billigste MP3-Player mit Bluetooth, weil ich ja einen Lautsprecher haben wollte, den man so anklipsen kann mit wie so eine Wäscheklammer. Wisst ihr, was ich meine? So eine Wäscheklammer zum Anklipsen an diese Stofftasche. Es gibt nämlich noch einen anderen Punkt. Man kann nicht das Handy nehmen. Also wie gesagt, allererstes Mal haben wir das Handy genommen, sondern wir haben auch noch so eine Bluetooth-Lautsprecher. So. Das ist toll, man kann den schön laut machen, der muss aber ja ein bisschen weiter wegstehen, weil das ist eine relativ große Box. Und nicht, dass wir hier den Punkt verpassen. Ich kenne mich.
Das ist eine relativ große Box und dadurch musste es ein bisschen lauter sein, damit halt das wirklich für das Baby auch gut hörbar ist. Weil das hilft nochmal dem, das hilft, dass die nicht bei jeder Kleinigkeit irgendwie abgelenkt sind und dann aufwachen oder sowas. So. Also haben wir diese Box dahingestellt, aber da müssen wir es halt sehr laut machen und dann ist das so insgesamt überall sehr laut. Also das hängt bei uns im Treppenhaus, aber das ist nicht extern von der Wohnung, sondern das ist in dem Sinne, um Obergeschoss und Untergeschoss zusammen zu verbinden. Da haben wir halt so eine Form von Treppenhaus, was mit dem Flur gekoppelt ist und genau, und da kann man das ganz gut hinhängen. Und dann ist das auch nicht so gestört im Wohnzimmer, weißt du, man kann immer noch mal auch notfalls Fernsehen gucken, ohne dass jetzt das Baby da mit Fernsehen guckt. Das ist ja auch nicht so optimal. Also habe ich gesagt, ich brauche irgendwie so ein zusätzliches Lautsprecher und einen Bluetooth MP3-Player. Und das habe ich gefunden. Aber dieses Ding ist so grottig schlecht. Also das sieht von außen eigentlich ganz gut aus. Aber Lautstärke technisch ist das, das ist, oh Gott. Also, wenn du das verbindest mit dem Bluetooth, dann ist das, wo du sagst, ja okay, das wäre jetzt maximale Lautstärke mit dem MP3-Player in Verbindung, sagst du, naja okay, das ist so gerade so akzeptabel. Es könnte nochmal deutlich lauter sein. Aber wenn du dann auf dem Maximum, da ist nämlich kein Display dran an dem Lautsprecher, wenn du auf Maximum die Lautstärke hochdrückst und ein nochmal drückst, obwohl es schon am Maximum ist, dann macht das ein fürchterlich lautes Geräusch. So ein Düt-Düt, so ein Piepsen. Aber so laut, wo du dir denkst, WTF. Ja. Und ich hatte auch geguckt, ob es vielleicht an dem MP3-Player liegt, liegt es nicht, weil wenn ich es mit meinem Handy koppel, dann ist das genauso laut. Und den MP3-Player, den haben wir, habe ich auch schon an unsere große Box gekoppelt und da ist das genauso laut. Also das ist nicht leiser oder sowas, also genauso laut wie das Handy. So, und dieses Teil, das ist so ein, wo ich sage, ey, das ist so, das ist halt eigentlich Schrott. Es sieht cool aus, also es ist wirklich gut designtechnisch durchdacht und auch die Funktionalität, die Buttons sind groß genug, es fühlt sich nicht billig an, war auch gar nicht billig, das kostet normalerweise 30 Euro und gab noch einen 10 Euro für Amazon Prime Mitglieder einen 10 Euro Rabatt, Coupon. Dann habe ich gesagt, ja okay, probieren wir das aus. Aber ich werde das Ding jetzt wieder zurückgeben, weil es ist halt Schrott. Also es passt nicht. Allerdings war ja die Frage, was der größte Fehlkauf ist. Und da fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Kamera gekauft. Also ich habe ja mal eine Zeit lang Hochzeiten gefilmt und kleinere Filmproduktionen gemacht als Kameramann. Und da war es so üblich, dass man sein eigenes Equipment mitgebracht hat. Das war ja sehr, sehr selten, dass man Equipment gestellt bekommen hat. Das passierte in der Regel nur, wenn man entweder einen bestimmten Filmlook haben wollte oder wenn es hieß, ja, du machst jetzt gerade quasi nur die Vertretung für jemand anderen. Und oftmals oder gerade zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass auch an Kameras Workflows, Prozesse hingen. Ne? Also was spuckt denn das Material, was spuckt denn die Kamera hinten aus wieder? Ist das komprimiert? In welcher Form? Wie sehr ist die Farbsättigung? Und so weiter. Und damit du nicht nochmal separat dafür was machen musstest, gab es dann halt, hast du dann in dem Sinne Kamera gestellt bekommen, dass du das machen konntest, weil du einen längeren Imagefilm gedreht hast und so weiter und so fort. Und von einem Job war es so gewesen, dass ich mich geeinigt hatte, dass man mir nicht Bargeld auszahlt, sondern mir eine Kamera kauft,
die ich dann steuertechnisch absetze. Also in dem Sinne, steuertechnisch absetze ist der falsche Begriff. So, dass dann trotzdem davon natürlich irgendwie Steuern bezahlt wurde. Also das konnte man irgendwie verrechnen, fragt mich nicht. Ich habe das nicht leiten müssen, da wurde mir geholfen und das war dann auch vom Finanzamt so richtig und das haben die so akzeptiert. Und davon abgesehen ist schon über 10 Jahre her. Und diese Kamera hat normalerweise ein Tausender gekostet. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Erstaufnahme des deutschen Marktes. Und damit haben die gesagt, okay, wir hauen das. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Genau, ich muss. Ja, okay. Ich muss leider auf die ganz andere Seite und dann wieder zurück. Ist ein bisschen viel hin und her gefahren, aber das ist die einzige Kombination, sodass ich nicht zweimal fahren muss oder sowas. Oh, Boings, was war das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist runtergefallen. Keine Ahnung, was das war. So, aber ich will jetzt noch die Story fertig erzählen. Und das Angebot war anstelle von 1000 Euro 450 Euro für die Kamera. Und das war grob das, was man mir für diesen einen Job gegeben hat. Und da war es dann so gewesen, dass ich die Kamera gekauft habe, aber die war eigentlich ein Fehlkauf. Also ich habe sie nie für einen Job benutzt, weil das Tolle an der Kamera ist, die war einer der allerersten Kameras, die RAW aufnehmen konnte, also Rohmaterial. Das heißt, unkomprimiertes Filmmaterial. Aber noch super schwierig zu handeln, weil du hast nicht eine Datei gehabt, in eine Videodatei, sondern du hast einzelne Fotos, unkomprimierte Fotos gehabt. Ich meine im TIFF-Format. Und das war richtig aufwendig, das hinzukriegen. Und on top, das Color Grading, und ich habe schon immer Probleme mit Color Grading gehabt, war die absolute Hölle. Das war die absolute Hölle. Und deswegen ist das bei mir nie reingekommen. Und wenn ihr so wollt, war das der schlechteste. Das war mein schlechtester. Wie hieß es jetzt nochmal? Ich habe das Fenster gerade zugemacht gehabt. Schlechtester Kauf oder der unnützeste Kauf, den ich irgendwie jemals getätigt habe. Ja. Alles klar. So, meine lieben Freunde, das war's jetzt erst einmal von dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir tanken jetzt noch einmal auf und holen die ganzen Sachen, damit wir ein klares Bild machen können. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das nächste Mal wieder einschalten. Dann sind wir hier auch mit dabei, nachtanken. Haben wir denn hier überhaupt noch was drin? Der ist ja auch leer, der ist auch leer. Wir nehmen aber trotzdem mal alles hier mit. Denn umtanken können wir immer noch irgendwie. Notfalls müssen wir da uns dann irgendwann nochmal auf den Weg machen und nochmal neuen Sprit holen. Also was heißt notfalls? Bin ich mir ganz sicher, kommen wir nicht drum rum. Anyway. Ich sag vielen, vielen Dank, meine Lieben. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.